Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Starzo von der Supermapper Family. Ja, wir müssen eben hier noch den letzten Rest von Schützenfeststeine sammeln. Dann können wir den erstmal leer machen, setzen den um. Dann kriegt er das hoffentlich auf den nächsten Ecke alleine hin. Können wir jetzt nicht da auch noch in den DF führen. Handbremse raus. Und schieben. Ich weiß gar nicht, wo die Prozentanzeige da herkommt. Bin ganz ehrlich. So, haben wir auch ein Bild davon. Hier, ich habe unten im Monitor da im Bild eine Prozentanzeige. Seht ihr die? Ja, da muss ich eben so gucken. Ja, ganz unten. Wo kommt die her? Okay, ich habe diesen Supermensch mit reingenommen, damit ich Superkraft habe als Mod, ne? Und sonst habe ich ja keinen Mod. Kein Dings hier. Sag mal schnell, kann kein Maschinen mal aus dem Graben heben auf dem Marsch, ne, wenn das mal Ambach ist. Deswegen habe ich den hier. Weil auf dem Marsch ist das manchmal, dann hängen die auch auf der Leitplanke fest, ne? Und seitdem, weiß ich auch nicht. So, der ist aber gleich fertig. Juhu. Jetzt brauchen wir gerade nicht schieben. Gleich müssen wir wieder schieben. Den letzten Rest formen wir eben selber. Ist ein Gehopse mit dem Schlepper. Jetzt hat CP den auch noch in den Finger gehabt, ey. Dann lässt die sich manchmal gar nicht mehr schalten und dies und das, also. Immer. Ich lenk voll rum. Der lenkt überhaupt nicht. Alter, nein. Oh, jetzt schief der. Macht auch schon wieder, was er will. Nur nicht das, was er soll, ne? Da krieg ich ja. Holt schon wieder echt Plack auf. Den letzten Rest da noch Steine wegkriegen, ne? Das wäre echt Premium, aber es wird wahrscheinlich nichts. Weil CP wieder hier irgendwie was gemacht hat, was nicht machen soll. Oh. Guck mal, der lenkt gar nicht rum. Was ist denn hier für ein Gedöpse? Willst du mich doch gerade verschaukeln, oder? Hey, manchmal nervt das so mit CP. Ich es gerade nicht. Danke, CP. Ist der was drunter? Nein, kann ja gar nicht. Ich habe kein Ding angegangen. Ich mach nochmal weiter. Vielleicht hört das dann ja jetzt gleich auf. Der lenkt doch gar nicht, wie er lenken soll, ne?
Ich verstehe es manchmal nicht. Jetzt fährt er wieder nur rückwärts. Sag mal, willst du mich vollends... Ohne Worte. Ah, jetzt fahren wir wieder normal. Oh, ich liebe dieses Phänomen an CP, ne? So, können wir den mit der alten Steine jetzt hinmähen? Alter, nein, das ist zum Mäusemelken hier, du. Ich brauche hier mal. Kann man die irgendwo entsorgen? Mist, nee, da müssen wir nicht hin. Was ist hier? Nee. Das ist Honig. Hier ist Misthaufen. Und nee, nee, nee. Da ist Biogas. Schreinerei. Biomasseheizkraftwerk. Was ist hier? Bauernmarkt. Wasserhydrant. Getreidemühle. Ah, da habe ich die Silos noch mit hingesetzt. Zuckerfabrik. Gibt es hier keinen Gesteinsbrecher? Anscheinend nicht, ne? Heider nei. Was ist da denn? Ach, mein Wasserfass, ne? Ja, ja. Ja, sag mal, was machen wir denn mit dem Gemüse, was wir da hinten drin haben? Puh. Komm, dann kippen wir die erstmal irgendwo an der Seite hin. Also wirklich gebrauchen können wir die eigentlich nicht, ne? Bin ich ja ganz ehrlich. Wir haben ja keine Kalkproduktion und ich weiß auch noch nicht, wo wir die hinmachen. Bin ja ganz ehrlich. Gib mir die erstmal hier an der Seite hin. Falls wir die irgendwann mal gebrauchen. Echt, das läuft richtig Premium hier. Sieht da nochmal ein Cursor? Nimm doch den, solange es für nie. So, bist du für dich? Also der muss auf die nächste Ecke, ne? Damit ihr da Steine sammeln kann. Eigentlich sollten wir die tauschen, ne? Weißt du, normal muss der Fendt hier vor. Aber der muss ja noch fliegen. Und dieser zieht den Tiefenlockerer nicht. Das ist das Problem an der Geschichte. Ich hoffe, dass er da hinten besser gleich klarkommt. Dumme Truck. Lacht mich ja an die Ecke, ne? Aber nee, jetzt in Kredit rein, dann oh nee. Ich habe kein Geld für. Läuft der Hobel, ne? Wenn der Mann läuft, dann läuft er. Und der, guck mal, der hat auch schon ein Stückchen geschafft hier. Ist ja nicht so, dass der nur Pause macht. Ab und zu arbeitet er auch, ne? Das läuft. Sehr wahrscheinlich müssen wir gleich den Deutz hier wieder hinholen.
Ich hoffe nicht. Das ist Feld 28, ne? Richtig? Ne, dann ist es Feld 26, kann das sein? Ja. Steine sammeln, ne? Alles klar, ich würde sagen, du fängst schon mal an hier. Wir gucken mal, was das... Oh, unser neuer Lieblingsschlepper. Ne, Helgas Lieblingsschlepper, ne? Guck mal, die macht hier ihren Job, ne? Die ist auch schon dritte Mal. Vierte Bahn fängt die an, ne? Oh, ich finde ihn genial. Den Schalten hat Helga noch nicht so raus, ne? Aber sonst macht sie das ganz gut. Du. Du machst aber kurze Bohren jetzt, wa? Das läuft aber bei dir. Dich brauchen wir. Wir brauchen mal einen Frontlader. Wir sind ja so ein bisschen Gemüse durch die Gegend. Oh, Kalk müssen wir auch noch. Ne, dann ist Kalken. Die Ecke haben wir nämlich, glaube ich, noch nicht gekalkt, ne? Ich glaube, weil wir müssen ja auch den Kalkstreuer noch wieder zurückgeben. Der gehört doch, glaube ich, gar nicht uns, ne? Was ist los? Ja, bald kannst du dich ausruhen, mein Kleiner. Hoffe ich mal. Du musst mir eben hier eine Verkalkung machen. Und dann kriegst du einen Frontlader vor. Und dann kannst du erstmal ein bisschen in der Gegend rumstehen. Nee, wir müssen Kleesilage fahren. Kleesilage. Ist ja nicht so, als hätten wir hier gar nichts zu tun, ne? Bliblablub. Das passt. Speichern, Feld 15. Ist Dor. Kalken, ne? Läuft. So, du gibst hier mal Schub. Oder nicht in L. Schalt mein M. Oh, S-Born hat schon für dich? Ey. Guck, der ruckt schon wieder so rum. Wozu ist denn die Prozentanzeige? Komisch, die läuft besser, ne? Aber der Steinesammler ist auch nicht so voll. Und geht bergab. Ist aber auch ein schöner Schlepper, oder? Gefällt mir. Muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir. Noch mehr Premium. Ey, das kommen im Moment so geniale Sachen raus, ne? Das ist nur noch Premium, ne? So lange Rede, gar keinen Sinn. Wir müssen demnächst auch unsere Tiere wie nochmal versorgen, ne? Die brauchen nämlich nochmal Kleesilage. Die brauchen auch nochmal Kleesilage, ne? Das sind doch die Milchschafe, ne? Hier, die brauchen auch nochmal so ein bisschen Eiweißfutter. Dann läuft der Laden, aber das müssen wir machen, ne? Mission. Immer noch nichts Neues. Ne, ne, ne. Das läuft ja. Produktion haben wir noch keine. Fruchtfolge. Oh oh. Lieber Hofer, da hinten Weizen. Oh, das schmeißt unsere ganze Fruchtfolge durcheinander. Der Raps kommt Weizen. Ich habe aber bei Landwirt in einem V gelernt, dass Gerste noch besser wäre.
Also muss auf die 15 Gäste hier und auf die 21 muss erstmal Ölrettich. Können wir noch Zuckerrüben, Weizen sehen? Hoffentlich passt das überhaupt noch vom Saattermin. Ich weiß ja gar nicht. Okay, das geht, ne? Ist nicht so Premium, aber es geht. Okay, dann können wir das auf jeden Fall machen. Hier kommt Ölrettich hin. Auf die 21 kommt auch Ölrettich. Weil wir dann, wie heißt es, praktisch die Zuckerrüben säen werden und auf die 21 Hafer. Hauptsache die Zuckerrüben sind dann auch reif, ne? Da müssen wir nochmal nachgucken, du. Ne, mach mal hier, Erntereif. Da war doch Wachstum. Oh, das ist aber, das wird boah nicht knapp. Das haut wahrscheinlich nicht hin, wa? Weil wir können Weizen das letzte Mal Oktober. Hoffentlich passt das. Weil sonst sind wir auch Zuckerrübe. Hoffentlich ist sie dann reif, ne? Sonst haben wir mächtig ein Problem. Gibt ja kein Sommerweizen. Das wird echt nicht Premium. Da kriegen wir mächtig ein Problem, Leute. Aber ich sag erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!